Und herzlich willkommen, oh Gott, ich muss mich hier wegschalten, zu einer neuen Runde Rocket League. Heute im begrenzten Modus GeForce Frenzy. Das bedeutet, wir könnten jetzt eine, keine laufende Runde. Wir haben unbegrenzte Boost und der ist schneller. Und ihr seht schon, wir haben hier, ach du Heiliger, deutlich andere Schwerkraftbedingungen. Das bedeutet, wenn ich das Gefühl hatte, ey, ich komme langsam aber sicher besser in diesem Game klar, dann ist das jetzt vorbei. Dann kann ich das jetzt wieder knicken. Und das ist das große Problem. So, wir zerstören da schon mal den ersten. Halt, stopp. Ich würde gern in die andere Richtung. Ich frage mich, wie denn hier überhaupt ein Tor fallen soll. Bin ich ja ganz ehrlich zu dir. Bin ich ganz ehrlich zu dir. Ich weiß das noch nicht so genau. Aber wir gucken mal. Vielleicht schaffen wir ja was. Ich sehe uns da noch nicht. Oh, 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 ich dachte gerade, ich könnte endlich mal den Ball berühren. Zack. Da ist meiner. Nein, das ist nicht meiner. Ach du Heiliger, ist das kompliziert. Ach du Heiliger, ist das kompliziert. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Nein, dammit. Das ist unfassbar schwer. Leute, das ist, also wahrscheinlich haben es viele von euch schon gespielt und werden sagen, es ist ja total easy. Da stimmt einer aufzugeben. Was zum Teufel? Was ist das für ein Vogel? Also ich finde es hart schwer. Nein, dammit. Oh, 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 oh. Aber der Ball fliegt, Gott sei Dank. Boah, das ist mega kompliziert. Muscular, was? Muskulärer Puma kommt rein. Lass mich mal da in die Richtung. Holy. Holy. Ich habe ihn geklärt. Ich habe ihn geklärt. Na, 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 na. Ja, der geht so hoch. Dammit. Dammit, das wäre cool gewesen. Einfach so ganz gechillt, so weißt du, alle machen so Hack-Mack, ich auch. Und dann so, wupp. Oh, schade, ich dachte, ich hätte kurz den Ball berührt. Der Ball kommt ja jetzt 3 Minuten nicht runter, was ist denn das? Ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, Stand jetzt, ob ich Fan von dem Modus bin oder den eher ein bisschen blöd finde. Also, es ist halt schon sehr RNG, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das ist auf der einen Seite halt natürlich irgendwo lustig, aber schaut es euch an, ich habe einfach nur mal kurz den Knopf gedrückt. Und es ist halt RNG, ob der Ball da jetzt reingeht oder nicht. Ich muss da zurück. My planet needs me. Muscle up. Muskulärer Puma schon wieder weg. Das ging ja flott. Es passiert auch super wenig tatsächlich einfach. Weiß ich nicht, du, weiß ich echt nicht. Oh, Dexter meine ich, also Jack und Dexter. Dingens, das will ich auch haben. Zack. Hey, ich habe an der Decke den Ball berührt. Normalerweise wäre ich stolz auf mich. So jetzt irgendwie nicht so krass. Der Bot und ich haben uns auch gerade weggehauen. Zack. Das könnte sogar eine Chance sein. Nee. Ja, genau. Inno-Gamer, ey. Damit daneben leider. Schnell wieder zurück. Was macht er denn? Junge. Okay. Lass mich mal da runter. Ich glaube, die zweite Runde, die wir spielen,
wird eine normale sein. Ich glaube, das ist auch als Vergleich vielleicht, oh Gott, ganz interessant, um mal zu schauen. Ey, wie ist das dann? Wie fühlt sich das dann im direkten Vergleich an? Der ist drin. Der Eismann. Der Eismann. Der Bot macht's. Und wie er es macht. Mit dem Traumtor in den Winkel doch schon. Der Bot, der ist es. Ja, Sigi, jetzt kommt Bot nochmal. Jawohl, war Bot Eismann. Ich wusste schon immer, KI wird deutlich schnell besser als der Mensch. Ich habe dir gewusst. Nee, lass mal. Auf dem Boden. Okay, Verlängerung. Let's go. Eismann, du lebst. Mach keine Faxen. Boah, der, die Kurve hier. Tschu, 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 tschu. Tschu, shit. Eismann. Was machst du denn da? Warum hat der denn jetzt? Der hat da im Tor gechillt. Denkt sich so, jo, hier ist schön, hier ist gemütlich, hier bleiben wir. Und warum? Warum, Kollege? Ja, GT, ich will dieses Logo haben. Ich will Dexter als Logo haben. Finde ich ja mega geil. Zurück zum Hauptmenü. Wir werden jetzt mal gemeinsam nämlich noch eine ganz normale Runde spielen. Und wir schauen jetzt mal, wie das denn dann im Vergleich auch ist. So ein 3 gegen 3. Ganz easy, ganz cool. Wir bleiben bei dem Wagen, das wurde sich ja gewünscht. Genau, viel anderes haben wir ja hier auch nicht, was wir einstellen können. Flaggen, klar, das ist klar, das ist klar. Achso, ist der Motorensound gut, der ist uns jetzt gerade im ersten Moment egal. Ich finde Aufkleber irgendwie eher so. Ja komm, die Tags sind okay. Was sieht denn die Streifen? Wobei, die sind eigentlich auch ganz nice eigentlich. Egal, wir lassen es jetzt so. Und gehen ja jetzt auch rein da. Renner in die Luzi Surveying Heights. Let's go bei Dämmerung. Jetzt dran gewöhnen, jetzt ist wieder normal. Oh, der sieht aber in Blau-Weiß ganz geil eigentlich aus, so. Kann ich feiern. Achso, ja, wir haben ja gar nicht unendlich Boost. Da war ja was. Ja, komm, ich muss hier dran. Ich habe den einen auf jeden Fall aufgehalten, längere Zeit. Come on. Komm, schade, ich dachte, er kommt gut für mich. Hatte ich jetzt gehofft. Ich dachte, er würde gut für mich kommen. Ich konnte ihn ein zwar zerstören, aber sonst nichts. Aber dadurch konnten wir ihn retten. Das ist nice. Das ist sehr gut gewesen. Schöne Teamarbeit. Ich habe den Drecksarbeit gemacht und er hat den Rest gemacht. Er hat gerettet. Er hat das Wichtige gemacht. Ich habe nur den Mumpitz gemacht. Den Mumpitz, Leute, den Mumpitz. Ah, die Rettungsaktion war auch eher so, naja. Aber egal. Okay. Den kriegen wir. Kriegen wir. Oh, jetzt habe ich damit gerechnet, dass die schießen. Schön, salü. Come on. Meiner, drin ist das Ding. Nee, der geht drüber, schade. Schade, das wäre schön gewesen. Ah, der ist drin. Salü ist es. Salü macht's. Muy bien. Falsche Sprache. Me gusta. Auch falsche Sprache. Piu, piu, piu. Ich weiß gerade nicht mehr, was es auf Französisch heißt. Glaubt ihr mir? Ich, ja. Je t'aime heißt, ich liebe dich, ja, okay. Aber je t'aime heißt, ich liebe dich. Es gibt, irgendwie geht so ein Lied. Ich weiß aber nicht wie. Da, 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 da. Ich weiß nicht mehr, wie das Lied geht, aber ist egal. Ja, den kriege ich auf keinen Fall.
Wie viel Glück kann man haben? Wie heißt denn? Den habe ich. Da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war mir jetzt unangenehm. Das war mir jetzt unangenehm. Salü, Martin. Salü, Martin. Salü, Martin. Let's go. Was heißt denn nochmal gefällt mir? Oh Gott, jetzt komme ich mir vor. Ich hatte 6 Jahre Französisch. Mehr. 7. Damn it. Und nur 3 Jahre Spanisch, aber das weiß ich noch. Me gusta. Also ich war auch nie gut in Französisch. So ist es jetzt nicht. So ist es jetzt nicht, aber trotzdem. Ich würde es doch trotzdem gerne mal wissen, nochmal, was das hieß. Oh lala. Gut, gerettet. Wir googeln auf jeden Fall nach der Runde. Nach der Runde. So richtig so ein einfaches Me gusta, I like it. Oder sowas. Warte mal. Gefällt mir Französisch. J'aime ça. Okay. Je n'aime pas. Oh, yo. Yo. Yo, 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 yo. Ob jetzt genau so oder ähnlich. Okay, aber. Oh, schade. Fast das Eigentor. Aber ja, da habe ich gerade nach gar nicht mehr. Habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Aber Französisch fand ich auch immer ätzend. Oh. Aber auch einfach, weil, wenn du am Anfang nicht so drin bist in der Sprache und wenn du auf einem wackeligen Fundament arbeitest, dann kann das einfach nichts geben, weil wenn du Wochen, Monate, Jahre lang dann auf einem nice Baranasin, auf einem Fundament arbeitest, wo du eigentlich nichts kannst, wie soll es dann funktionieren, gell? Das ist halt das Problem dabei. Und genau das hatte ich eben im Französischen und deswegen, ja, konntest du vergessen bei mir und das ist auch einfach schlecht gewesen alles. Ich habe auch 10 Tage Austausch in Frankreich gemacht, das war alles. Wir haben uns mehr mit Englisch, Deutsch, Google-Übersetzer, Französisch ausgeholfen als alles andere, also bei aller Liebe. Ja, da irgendwie im Unterricht mal zu sein, war dann interessant, an den hätte ich bekommen, schade. Aber das war auch nichts. Wir waren auch damals nicht irgendwie krass im Unterricht so sehr drin. Also mal eine Stunde, aber dann war es das auch. Sondern wir waren mehr so auf Ausflügen. Also in Paris, in einem Museum. Wir waren einen Tag im Freizeitpark. Also was man so als Austausch halt auch nennt, ne? Also ja, wahrscheinlich erwarte ich da mehr lernen, als es Wirklichkeit ist, zumal das ist ja, man denkt so, oh ja, Alter, wir müssen aufpassen, das ist das 4:2. Gott weiß, war das, also für mich waren das irgendwie 400 Kilometer oder sowas, also gar nicht so krass. Als Kind kommt dir das ja so ewig weit weg vor. Faktisch war ich aber gefühlt näher dran, als wenn ich nach München oder sowas fahre. Aber gut, auf die Distanz kommt es ja auch nicht unbedingt immer an. Ach, Mist. Komm, salü, salü, salü. Wir müssen echt aufpassen. Also ein 4:3 wäre gefährlich. Aber es sind Gott sei Dank nur 30 Sekunden. Und solange der Ball da vorne ist, ist all ideal. Also dieser Justus da gefällt mir jetzt ehrlicherweise nicht so. Lass mal den Ball da vorne einfach halten und sonst nichts, außer der hat den Heck jetzt angemacht. Ey, weißt du was, ich bleib jetzt einfach hinten, das geht so nicht. Da, weg damit. Wir bleiben mal hier hinten.
Chance. Da muss. Nein. Dammit. Aber egal, da vorne. Der kriegt den nicht in 3 Sekunden. 2, 1. Das hätte noch mal böse ausgehen können. Und man hat ihn nie wieder gesehen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Halleluja. Das war knapper, als ich ursprünglich gedacht habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut. Ich meine, man kann es sicher auch mal ein bisschen knapp machen. Ich hoffe, euch hat es mal wieder ein wenig gefallen. Wenn ja, lasst es mich doch sehr gerne unten in den Kommentaren wissen, damit es davon mehr geben. Ich bedanke mich jetzt bei dir fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut.